Moin erstmal, meine lieben Lieblingsbaggerluten. Der Penzo zurück am Stück im LS22 auf der aktualisierten Rehbach-Map. Das Update war ja schon da und ich habe überlegt, wie ich denn jetzt meinen Spielstand übertragen bekomme in die neue Version, weil wir ein neues Savegame brauchen. Das hat der Kalle ja schon angekündigt gehabt. Und ich muss sagen, es war gestern Abend ein langer Abend. Ich habe wirklich etwas gebraucht, um den Spielstand zu übertragen. Ich habe in den Files rumgewuselt, XML angepasst, hier die Daten eingetragen, da die Daten eingetragen, die Placeables mitgenommen, die Farm Vehicles mitgenommen, also meine ganzen Fahrzeuge. Das ist alles da. Wir sehen jetzt hier auch schon den neuen Aussiedlerhof, der ein bisschen angepasst worden ist. Hier haben wir ein Fermenter-Silo hinzubekommen, direkt in der Mitte. Und dort, wo vorher noch die Silageplatte war oder das Keil-Silo war, da ist jetzt ein Paletten- und Ballenlager. Ansonsten ist der Hof gleich geblieben. Man sieht hier hinten, ich hatte ja meine Ballen ausgelagert vorzeitig. Ich hatte ja die ganze Silage in Ballen umgewandelt. Und hier hinten einfach entsprechend abgelegt. Die können wir da jetzt wieder wegholen und dann ins Ballenlager bringen. Da sind die auch viel besser aufgehoben. Das heißt, wir müssen da ein bisschen Ordnung schaffen. Wenn wir hier jetzt mal rüberfliegen, sehen wir auch, das hat mich ein bisschen irritiert, aber es ist gar nicht weiter verwunderlich. Ich habe hier in dem Lagerbereich, da hatte ich ja gestapelt, da hatte ich alle meine Ballen gestapelt. Obwohl die da, also es ist ja kein Ballenlager in dem Sinne, aber ich habe sie halt alle da rein gestapelt. Und jetzt, wo wir das Ballenlager hier haben, ich falle mal eben runter. Tja, buff. Einmal die Drohne hart gelandet. Ich hatte hier im Silo irgendwie, hier vorne, hatte ich ein paar Strohballen liegen und die sind hier einfach rein katapultiert worden. Die liegen jetzt hier schön aufgereiht drin und ja, machen da eigentlich einen schlanken Schuh, soweit würde ich das zumindest mal sagen. Dann haben wir nach wie vor kein Manual-Mod hier drin. Der ist hier nicht verbaut. Ich habe dem Kalle gestern Abend im Forum mal den Tipp gegeben, dass ich jemanden kenne, der sich da jetzt inzwischen halt auskennt. Der heißt Yogi und der macht auch Maps. Also der kennt sich damit aus, wie man das hier reinkriegen könnte. Wäre vielleicht nochmal eine Möglichkeit, dass der Kalle sich da hin orientiert. Hier steht eine Palette Honig. So, und jetzt ziehe ich mal die schnellen Schuhe an und renne hier hoch. Und wir sehen hier lauter Gerätschaften auf der Wiese stehen. Die musste ich leider zurücksetzen hierhin. Das heißt, hier ist im Moment auch noch der Verkaufspunkt. Darf ich nicht vergessen, den umzusetzen. Denn die waren hier in dem neuen... Ups, jetzt muss ich die langsamen Schuhe wieder anziehen. Die waren hier in dem Gebäude ein bisschen verbuggt, ne? Die hingen fest. Das Gebäude ist neu. Hier war vorher eine andere Halle. Hier war auch noch nicht dieser Durchfahrüberstand. Der ist jetzt auch neu. Finde ich sehr geil. Und wenn wir jetzt mal hier in die Halle reingucken, hast du irre viel Platz. Kannst da oben noch ein paar Sachen ablegen. Kannst hier rein und rausfahren. Kannst von der Seite rein. Jetzt, das hatte ich öfter schon. Da muss man dann von außen rangehen und die Tür öffnen. Hier haben wir auch nochmal so ein Überhangdach. Jetzt haben wir alle Tore offen. Ne? Da kann man vielleicht direkt durchfahren und hier kann man dann so auch nochmal Sachen reinstellen. Also eine Riesenhalle, großer Platz. Hier ins Haus kann man natürlich logischerweise immer noch nicht reingehen. Hier haben wir jetzt ganz neu auch nochmal Stellfläche. Und ich nehme mal an, ich kann das jetzt nicht genau sagen, aber es sieht zumindest für mich so aus. Die Wolle, die hier draußen steht, die wird hier nicht mehr spawnen. Die wird jetzt hier drinnen spawnen, weil hier halt eben so eine Spawning-Fläche ist sozusagen. Hier hinten haben wir jetzt auch ein Paletten- und Ballenlager. Ich muss so ein bisschen probieren, deswegen beim Spielstand übertragen muss ich ein bisschen probieren, wo in welchem Lager denn jetzt was liegt, denn wir haben noch ein Heulager mehr. Hier haben wir die fertigen Stoffpaletten stehen vom letzten Mal. Das hat sich auch geändert, denn wir haben jetzt hier eine begehbare Stoffproduktion. Die Dinger sind Deko. Hier wird dann der Stoff reingefahren, also die Wolle wird hier reingefahren, verarbeitet
Und dann kommen hier hinten die Paletten raus, die Wollpaletten sozusagen, spawnen hier und dann muss man die halt eben regelmäßig wegholen. Wir haben eine Menge zu tun. Ich freue mich schon jetzt drauf, weil das wird richtig, richtig geil. Wer aufgepasst hat, hier stand vorher noch ein kleiner MF-Lader, sag ich mal, so ein kleiner Mini-Lader. Den habe ich rausgehauen, den Mod. Da werden wir uns was Neues holen. Und ich muss die Geräte natürlich noch wegräumen. Und dann gibt es hier noch was Neues auf dem Schafhof. Es ist ja nicht so, dass Kalle sich da lumpen lässt. Ne? Der ist ja fix, denn es gab hier ja noch so eine Durchfahrt und da war ein Heulager drin. Und das ist jetzt hierher gewandert. Das gibt es jetzt hier. Hier kann man Heu abkippen. Habe ich auch schon gemacht. Ich habe hier 20.000 Heu reingekippt, wie ihr sehen könnt. Da sind jetzt inzwischen aber 175.000 drin. Ich musste halt gucken, wo kriege ich das in den XML-Files jetzt raus, wo ich das reinpacken muss, denn die IDs der Gebäude haben sich geändert. Nicht so ganz einfach, deswegen habe ich da auch entsprechend lange für gebraucht, das anzupassen. So, und dann können wir jetzt auch hier rein. Ich weiß nicht, ob das vorher der Fall war. Ich glaube nicht, aber hier können wir jetzt auch rein. Und ja, können Tür aufmachen, können halt vielleicht auch Sachen abstellen, denn wir haben auch hier ja die Möglichkeit, das war hier hinten, wenn wir hier mal hinlaufen, hello, hier können wir auch aufmachen und dann könnte man hier reinfahren und auch da hinten Dinge abstellen. Also auch wieder sehr schön gemacht, super cool. Ja, und ich habe es geschafft, wenn ihr mal auf die Uhr oben guckt, da haben wir auch das Jahr angegeben. Also ich habe es geschafft, die 3 Jahre, die ich gespielt habe, hier auch wieder historisch unterzubringen. Das ging auch über die XML-Files. Dann habe ich das gestern mehrfach geschafft, die Karte zu verbacken, nämlich hier. Da wuchs bei mir plötzlich ganz viel Gras und hier lag ein Schwatt rum und hier war auch ganz viel Gras. Das musste ich dann auch erstmal irgendwie wieder bereinigen. Habe ich aber hinbekommen, wie ihr unschwer erkennen könnt. Soweit funktioniert das mit den Höfen alles. Wenn wir jetzt nochmal auf die Lagerstände gucken, dann sehen wir auch die Gerste, die ich geerntet habe und den Raps, den ich geerntet habe, den haben wir hier. Wir haben hier ganz viel Milch, das ist von den Kühen. Das Gras wird hier angezeigt aus dem Heulager, was wir hier haben. Stroh aus dem Stall wird angezeigt. Ja, also mein Mineraldünger wird angezeigt, Mist und Gülle wird angezeigt. Da hat Kalle echt einen geilen Job gemacht und ich bin mega froh, dass ich das alles übertragen konnte. Den Tieren geht es entsprechend auch gut. Wir haben hier die Kühe, ne? Da sehen wir die ganz normalen Füllstände. Das konnte ich alles nach und nach rausfinden, wo ich das in den XML-Files eintragen musste. Und ich bin echt glücklich, dass wir das hinbekommen haben. Jetzt können wir noch einmal zum Hof zurück. Das machen wir aber mit dem Schlepper, bevor ich dann hier oben aufräume. Achso, ich muss erstmal den Flugmodus kurz beenden. Dann kann ich auch einsteigen. So, ich muss einmal einen Schluck trinken. Muss hier nachher nochmal hochfahren und aufräumen. Dafür brauche ich aber den anderen Schlepper mit Frontlader, weil ich da noch das Frontladergerät liegen habe. So, ich halte einmal kurz an, damit wir links gegenfahren. Switch einmal rüber. So. Dann fahren wir jetzt mal zum Hof und gucken nochmal ins Silo. Da sind nämlich ja auch, oder im Prinzip habe ich die Füllstände ja schon gezeigt, aber auch das eben soll einmal kurz gezeigt werden, bevor wir jetzt hier weiter tüdeln. Der Cache, der zickt noch ein bisschen. Der muss ich jetzt erst einmal neu aufbauen. Ich habe den gerade einmal gelöscht beim Starten des Spiels. Die Halle ist auch noch zu, oder die Hallen sind noch zu. Die habe ich noch nicht geöffnet. Und hier sind wir jetzt 31.4 oder 31.804. Mineraldünger und Raps, also Gerste, alles da.
Sehr cool. Und hier können wir dann auch aufmachen. Da rennen draußen irgendwo unsere Kühe rum. Hier wird uns der Mist schon angezeigt. Und die Gülle. Also da haben wir auch, glaube ich, ein bisschen was zu tun. Der Misthaufen hat sich jetzt auch hier ein bisschen verändert. Hat Kalle auch irgendwie hinbekommen, dass das nicht mehr so ein Megahaufen ist und hier rauspackt, sondern dass das ja gut aussieht. Okay, soweit haben wir dann alles. Alles wieder in Ordnung gebracht. Jetzt muss ich einmal kurz den Trecker zwischenparken hier. Und jetzt geht es nämlich noch um eine andere Sache. Und zwar haben wir hier aufgehört, zuletzt die Stoppelbearbeitung zu machen. Hier haben wir gearbeitet. Ne, lass mal alles oben jetzt. Gerne. So. Klappen wir das einmal zusammen. Mit der Messerwalze haben wir hier gearbeitet. Die hatten wir uns neu zugelegt. Die bringen wir jetzt einmal zum Hof und sorgen mal ein bisschen für Ordnung. Auch hier können wir einmal in die Kabine switchen. Wir fahren noch einmal davor, dann können wir es in den großen Schuppen legen. Dann muss ich hier irgendwie nicht nur ein bisschen für Ordnung sorgen, sondern ich muss nämlich noch irgendwo ein Frontlader-Regal, Werkzeugregal hinpacken. Das geht ja so nicht, dass wir hier die ganzen Gewichte und den ganzen Kram so lose rumliegen haben. Wenn wir schon für Ordnung sorgen, dann wollen wir das ja auch richtig tun. So, ihr merkt an meiner Stimme, ich bin ein bisschen, ja, nee, bleibt zusammengeklappt. Ich wollte dich abkuppeln. Bin ein bisschen angeschlagen, aber wir bekommen das alles hin. Kein Problem. So, da vorne steht der Frontlader, dann schmeißen wir da auch einmal das Gewicht ab. Upsi. Der Zaun kam aber verdächtig nah. Ja, wenn ihr das mal wissen wollt, wie das funktioniert, wie man sich die... Oh, Moment. Das muss ich jetzt mal wieder ausschalten. Das ist der erweiterte Dingsbums-Wiegel-Mod, der da beim Rückwärtsfahren dann immer die Kamera switcht. Das brauche ich nicht, da kann ich selber umgucken, mich umgucken, wenn ich das möchte. So, dann kommst du jetzt mal wieder mit. Ist da noch was dran beim Werkzeug? Ja, da ist noch was dran. Nehmen wir auch mit. Da oben liegen ja Ballen. Dann können die zu den Schafen. Dann können die gleich verbraten werden. Und können wir da oben jetzt mal ein bisschen aufräumen eben. Dass wir die Geräte alle schön in den Schuppen bringen. Ich weiß gar nicht, habe ich den Verkehr ausgestellt? Bin mir gar nicht so sicher. Dadurch, dass wir jetzt ein neues Game angefangen haben, mit einem neuen Spielstand, sind natürlich auch die Einstellungen andere, auch wenn ich sie versucht habe, über die XML-Files mitzukriegen, musste ich dann nochmal anpassen. Ich weiß aber nicht, ob ich die Geschichte angepasst habe. Das muss ich nochmal prüfen. So, dann wollen wir jetzt erstmal aufräumen ein bisschen. So, die Gabel ist schon mal ab. Weit kann die noch. So, nehmen wir jetzt erstmal die
dieses Mähwerk hier weg. Ja, muss man erstmal aufräumen. Da muss man jetzt erstmal ein bisschen Hofarbeit machen, damit man wieder ein Spiel findet. Wie gesagt, die musste ich hier zurücksetzen. Wir können auch gleich nochmal in die Werkzeuge und Geräte reingucken. Die habe ich nicht neu gekauft. Ne? Die sind also ganz normal mit ihrem Status und ihrem Alter, so wie sie waren, übernommen. Die sind in der sogenannten Vehicles XML. Die kann man einfach so übernehmen. Problem ist halt eben dann, wenn man sie einfach stumpf übernimmt. Moment. Ich muss mal von außen gucken. Damit kommen wir nicht durch die Tür. Und ich fürchte, da vorne auch nicht. Okay. Das ist halt eben jetzt so ein Punkt, da muss man dann mal gucken, wie man es künftig macht. Ne? Also kommen wir hier nicht rein. Das geht in eine Büchse. Vielleicht können wir es durchs runterlassen. Aber dann klappt er aus. Ne? Das geht auch nicht. Uah. Nee. Also da müssen wir einen neuen Platz finden. Dann müssen wir den wahrscheinlich mit nach unten an den Hof nehmen, um ihn da abzustellen. Ich will jetzt auch nicht mit dem ausgeklappten Gerät rückwärts da reinfahren. Das ist mir dann auch ein bisschen zu aufwendig. Und in den Dachüberstand können wir ihn, glaube ich, auch nicht stellen. Oder können wir ihn hinten reinstellen? Das sind jetzt so Sachen, die muss man jetzt natürlich erstmal ausprobieren. Wie das so höhentechnisch geht. Aber das könnte glücken. Wenn wir den hier reinstellen. Aber dann muss ich ihn ja auch beim Runterlegen, muss ihn ja auch ausklappen. Also das ist von dieser Seite auf jeden Fall Quatsch. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Komm, wir stellen das mal hier ab. Hier könnte das klappen, wenn wir ihn hier abstellen. Zack, boom. Was war das? First fold the tool in xml.de. Okay. Kann ich nicht abhängen. Da muss irgendwo ein Fehler in XML sein, dass er das nicht akzeptiert. Oder ich muss ihn nochmal zurückstellen und mal zurücksetzen. Ach. Das hat jetzt geklappt. Sehr verwunderlich. Dann ist die Fehlermeldung wahrscheinlich, dass ich ihn zusammengefaltet wegstellen muss. War das immer schon so? Bin jetzt irritiert. Ja, dann war das wohl schon so. Dann müssen wir mal gucken, dass die Fehlermeldung ist nicht ganz eindeutig. Die fehlt wahrscheinlich in der XML-Datei, aber es ist ja nicht das letzte Mähwerk, was wir hier kaufen. Wir werden ja sicherlich noch mal eins kaufen und dann wird sich das erledigen. So. Viel zu viel Aufwand mit dem Gerät. Da kommen wir auch nicht durch, ne? Zumindest nicht mit dem Schlepper. Stoßen wir uns die Birne. Ich fürchte, wir kommen damit kaum einem Gerät rein. Presse können wir da einstellen. Weil die natürlich jetzt alle immens hoch sind. Und ja, da hat Kalle eine andere Halle genommen. Ja, passiert, ne? Ich lass mal. Muss man sich mehr daran linieren. Aber das geht auch. Also das ist jetzt nicht das Megadrama. Hiermit kommen wir auf jeden Fall rein. Zack, gegen die Wand gefahren. Super, Penzo. Hast ja fein gemacht. So, das meinte ich, ne? Hiermit kommen wir auf jeden Fall erstmal unter das Dach.
Können wir abkuppeln. Muss ich gucken, ob ich hier rumkomme. Das ist ja super platziert da vorne. So, und dann testen wir ihn hier mal. Den Schwader, ob wir den da noch reinkriegen. Aber ich schätze, der wird auch zu hoch sein. Das sehen wir so schon mit dem bloßen Auge. Da kommen wir nicht mit rein. Schafe lachen schon. War das übrigens, das sieht man jetzt schon. Das sieht man jetzt schon, dass das nichts wird. Da hängen wir gleich fest, machen Salto. Da, das ist viel zu hoch. Gut, auch dafür müssen wir dann einen neuen Ort finden. Da könnten wir jetzt auch draußen noch Glück haben. Müssen wir ganz an die Seite, ne? So könnte man ihn abstellen, dann haben wir die Durchfahrt frei. Und dann müssen wir mal gucken, dann müssen wir Geräte tauschen. Ne? Dann müssen wir die Geräte von unten vom Hof hier hochfahren und die großen Geräte sonst unten lagern. Ne? Aber dafür haben wir ja Stellmöglichkeiten genug. Zumindest aktuell noch. Wir haben ja nicht so viele Maschinen. Wir sind ja noch im Ausbaustadium, dass wir hier als Lohner, Schäfer und Kuhhof im Aufbau so langsam was werden. So, das muss ich jetzt hier rum reinfahren. Guck mal, hier können wir schön Anhänger stellen. Und haben wir zu wenig Platz für die Anhänger. Die können wir dann hier in das Überdach stellen. So, guck mal. Stellen wir den erstmal hier ab. Der steht da noch wunderbar. Dann haben wir hier vielleicht schon mal ein bisschen aufgeräumt, ne? Oder? Wie sieht es jetzt aus? Wiese ist frei. Noch ist die Wiese. Für den Händler auch reserviert, dass der da Sachen abladen kann. Das nehmen wir auch in Anspruch, denn wir brauchen ja hier oben auf jeden Fall noch eine Gerätschaft, die die Paletten durch die Gegend fährt. Den MF habe ich ja, wie gesagt, entsorgt. Den habe ich rausgeworfen. Oh, über die Schubkarriere gefahren. Eieieiei. Dass die Regierung mitkriegt. So, hier können wir ihn jetzt abstellen. Können wir erstmal hier am Baum stehen. Schlepper aus und warte mal, ich habe jetzt den Kontostand, wir sind bei 60.000. Da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir da nichts zu teures kaufen. Ich hatte hier den Plan, so einen Gabelstapler zu nehmen. Müssen wir den hier nehmen, weil wir eben nicht viel Kohle im Moment haben. Aber wir können Stoff verkaufen und Wolle, dann haben wir wieder richtig Asche am Start. Von daher ist das nicht schlimm.
Ich nehme jetzt erstmal den Manitou. Ich bin nicht so viel mit den Sachen unterwegs, von daher kann ich das nicht so ganz genau sagen, ob ich mit so einem Gabelstapler zurechtkomme. Ah, das werden wir jetzt sehen. Wir fahren jetzt erstmal die Wolle da weg. Hier ein bisschen Alarm. So, dann gucken wir mal. Jetzt muss ich auch mal kurz überlegen. Ich hatte hier, genau, ich hatte hier auch noch die Möglichkeit auf meinem Joystick. Sieht merkwürdig aus, ne? Ich muss einmal kurz rausgucken. Das müssen wir erstmal aus der Nähe gucken, wie wir das hier am besten hinbekommen. So. Notfalls mit ein bisschen schieben, ne? Und jetzt können wir bestimmt hier um eine Kurve fahren. Das ist jetzt doch nochmal eben aus der Perspektive hier. So, und dann können wir hier. Einfahren. Zack, und weg. So hatte ich mir das vorgestellt. Prima. Das geht ja mit dem Ideal. Ne? So, dann kann man ja auch gleich mal versuchen, was passiert, wenn wir diese Palette jetzt, wenn wir die einmal aufpiegen. Weggeschoben. Guck mal, wenn wir jetzt die hier reinstellen. Zack. Erscheint sie da hinten. Das ist super. Mal jetzt mal die Außenansicht hier. Oh, oh, zu dicht am Anhänger umgefahren. Ja, das müssen wir alles lernen hier mit dem Gabelstapler. Ne? Der hat ja eine Hecklenkung, das ist dann nochmal eine andere Hausnummer. Hm. Fährt sich gut. So, den haben wir jetzt ein bisschen schräger genommen. Dann können wir hier super die Paletten reinbringen. Ist die Map auch ein bisschen reaktionsfreudiger und wir brauchen weniger Performance. So, jetzt gerade. Schon wieder am Anhänger. Das gibt's doch nicht. Der muss hier weg. Es steht im Weg. Es ist einfach, wie es ist. So. Hm. Nochmal. So. Siehst du. Gabelstapler fahren muss ich erstmal lernen. Ich bin ja nicht Klaus, ne? Gabelstaplerfahrer Klaus kennt er ja vielleicht. Wenn nicht, gebt das mal in die YouTube-Suche ein und guckt euch die Videos an. Ich meine, der heißt Gabelstapler. Gabelstaplerfahrer Klaus oder Staplerfahrer Klaus, eins von beiden. Irgendwie so. So. Und auch wichtig, ne? Kranplätze müssen verdichtet sein. Ist auch ganz wichtig. Darf man auch nicht vergessen. Ist einfach Gesetz. So, jetzt gucken wir mal. So nimmt er ihn nicht. Das wäre cool, wenn er ihn jetzt annehmen will. Jawohl! Dann drücke ich den nämlich jetzt einfach hier ein kleines bisschen nach hinten.
auf die Wiese. So, guck mal, schon haben wir den aus dem Weg. So langsam. Also das macht Laune, muss ich sagen. Hier so ein bisschen aufräumen. Jetzt gehen wir mal in die Innenansicht und gucken, ob wir das auch von drinnen erledigen können. Oha, guck. Da haben wir doch direkt schon einmal das auszuschalten. Das Gute ist ja, mit dem Lenkrad geht das eigentlich ganz fix um alles. So, guck mal, jetzt können wir nämlich hier die Wolle dann auch direkt reinfahren wieder. Zack, weg. Das Einzige, was ein bisschen nervig ist bei der Gerätschaft hier, ist der Rückfahrpieper, ne? Der nervt ja ein bisschen. Aber das ist ja bei allen Geräten so. Die rückwärts fahren, die haben ja immer so Alarmpieper. Und auf, also ich kenne das in Kiesgruben, da haben die Geräte keinen Alarmpieper, sondern da ist das so ein Krächzen. Vor allen Dingen bei den Radladern ist das so, das ist so ein komisches Krächzen, weil das Gepiepe, das geht dann halt immer irgendwann echt auf den Sack und dann krächzen die Dinger so. Ja, Leute, den Map-Rundgang, den kennt ihr ja schon. Wenn nicht, guckt da gerne nochmal rein. Der geht im Moment gerade gut. Durch die Decke gucken viele Leute rein und sind begeistert. Ich bin von der Map auch nach wie vor begeistert. Ich war kurz davor, gestern Abend das Handtuch zu schmeißen, weil ich halt eben mit dem Terrain nicht so ganz klar kam, also mit den mit dem verpackten Gras und dem, was sie so auf der Map aufgetaucht war beim Übertragen der Daten. Das konnte ich aber wieder zurückspielen. Gott sei Dank. Und ja, dann habe ich noch meine Felder angepasst. Die habe ich tatsächlich über das Easy Dev Tool angepasst, weil sonst die Felder, die wir hier haben mit Wurzeln, Pastinaken und roter Beete, weg gewesen wären. Deswegen habe ich die jetzt einfach mal gelassen und habe mit dem Easy Dev Tool einfach nur gesagt, okay, wir haben hier zwei erntereife Weizenfelder. Die anderen Felder, die ich schon bearbeitet habe, habe ich dann auch in den Status gebracht, in dem sie bearbeitet waren. Und somit passt alles. Also wirklich sehr cool. Wir können noch einmal gucken, ob ich zum Mähdrescher komme. Da, der Mähdrescher, da hatte ich ja schon dieses eine Stück hier, hatte ich ja schon hier reingedroschen. Dadurch, dass ich das Feld jetzt angepasst habe, ist das natürlich erstmal weg. Aber das wird in einer der nächsten Folgen soweit sein, dass wir hier dann Weizen runterholen, auch an dem Feld nebenan. Das sind die Felder 13 und 14. Beide sind mit Weizen bestückt. Da werden wir also schön Weizen dreschen und ja, Stroh pressen, Stroh wegholen, ins Silo fahren. Und dann geht es hier mal richtig rund auf der Map. Also ich bin wirklich mega gespannt und begeistert, dass wir das alles jetzt so hinbekommen haben. Wenn ihr meint, ihr bräuchtet mal Unterstützung beim Anpassen der XML-Files. Ich will es vielleicht sonst gerne mal versuchen, in so einem kleinen Tutorial unterzubringen, wie ich das gemacht habe. Guck mal, jetzt steht da auch schon eine Palette, die da gespawnt ist. Ich will das gerne mal versuchen, das in einem Tutorial ansatzweise zu erläutern. Ich bin nicht der Erste, der das tut und auch wahrscheinlich nicht der Letzte. Aber ich kann halt zumindest für die Rehbach-Map, kann ich euch sagen, was ich jetzt gemacht habe. Wer da Bock drauf hat, der lässt einen dicken Daumen da und einen Kommentar. Und ansonsten
würde ich sagen, werde ich hier jetzt noch ein bisschen auf der Map aufräumen, versuchen nichts kaputt zu machen. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder. Guck mal, jetzt sind da die blöden Rehe in meinem Unterstand. Frechheit. Vielleicht gibt es heute Abend noch einen Rehbraten, wer weiß. Nein, Spaß beiseite. Ja, also ich werde hier noch ein bisschen aufräumen und das alles so ein bisschen Chico machen. Die Geräte so hinbringen, dass die alle irgendwie ordentlich untergestellt sind. Da werde ich mir noch mal einen Kopf machen. Und ja, dann geht es hier weiter auf der Rehbach. Ne? Aktualisiert der Map-Zustand. Mal gucken, ob wir auch tatsächlich noch den Handkäse mit Musik machen werden. Wir haben ja jetzt hier Zwiebeln auch auf der Map. Können wir in den kleinen Garten produzieren, den der Kalle hier für uns aufgebaut und eingebaut hat. Gucken wir mal. Es gibt also noch ein bisschen hier auf der Karte zu tun und wir werden Spaß haben. Ich bin da echt sicher, nachdem ich das jetzt alles hier so hingekriegt habe. Schauen wir mal, ob wir noch 30 Folgen mehr hinbekommen. Wir sind ja jetzt hier bei der, ich glaube, bei der 35. mit Map-Vorstellung und Map-Update. Mal schauen. Gut, meine Lieben, wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, dann dürft ihr gerne das Däumchen da lassen. Wie gesagt, auch gerne einen Kommentar zu dem Übertragen des Spielstandes und ob ihr da ein Tutorial sehen wollt, ob ich da ein bisschen was zeigen soll, was ich zeigen kann. Und wenn ihr mögt, dann schaut doch gern auf Twitch vorbei. Dort werde ich jetzt vermehrt aktiv sein. Ich werde da zusehen, dass ich da ein- bis zweimal die Woche aktiv bin und die neue Krummbach-Map dort spiele. Angefangen bin ich schon. Recap-Video hat es auch schon hier auf dem YouTube-Kanal gegeben. Ich werde die VODs von Twitch nicht hier hochspielen. Das werde ich nicht tun. Wer möchte, kann gerne auf Twitch vorbeikommen und mir da über die Schulter schauen. Vielleicht mal das eine oder andere Recap, damit wir wissen, wo wir stehen. Mehr aber auch nicht. Ja, und ich glaube, heute habe ich echt genug gelabert. Wir sind schon weit über die Zeit. Aber ich habe hier auch ein bisschen was geschafft, denke ich mal. Und würde sagen, wir machen hier Schluss für heute. Ich sage nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Passt gut auf euch auf. Bleibt gesund und munter. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Penzo. Tschüss.
beide geht wohl nicht, oder? Dann Sushi. Ja, ein Sushi. Den geheilt. Erstmal.